Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir sind wieder bei Alpha Centauri hier über Duna und haben hier oben einen vorbereiteten Flug, der nur noch getankt werden muss. Dafür müssen wir mal hier in die Hinterkatakomben und einmal schnell den Monotreibstoff auspumpen und in unser anderes System einpumpen. Was sein könnte, dass es gar nicht reicht, weil der da oben doch mehr schluckt als das normale System hier hat. Schauen wir mal. Nee, ich glaube, ich brauche noch einen zweiten Tank dafür. Die Dinger schlucken nicht echt viel. Sind die dafür auch eigentlich gedacht, ordentlich was mitzuhaben jederzeit. Schauen wir mal aus. Ein zweiter Tank sollte reichen. Und dann machen wir uns mit einer Crew aus Techniker und Wissenschaftler auf den Weg zu Ike, um die Bodenstation, die wir dort haben, endlich mal zu befeuern, beziehungsweise das erste Mal dort sozusagen Bewohner zu haben. Wir haben ja in der letzten Folge da unsere Station hochgeschickt. Ja, das reicht schon. Das sollte aber also ich schicke noch einen Tank hoch. Ich pumpe beide noch schnell voll, das sollte hoffentlich reichen. Das sollte einfach hoffentlich reichen, dann sollten wir genug haben. Perfekt, gut. Dann docken wir nun ab und machen uns auf den Weg zu Ike. Updock Procedure. Abdocken. Wieder wechseln. Schalten erstmal die Systeme an. Um aus der Umgebung rauszukommen, können wir das jetzt abschalten. Und richten schon mal Prograde aus. Das Ding hat ja SAS, von daher benötigt da das nichts. Eins ist leider komplett ausgefallen, aber einer macht hier wenig Unterschied, weil wir vier Stück haben, die alle redundant laufen. Bedeutet, hier ist alles im Butter. So, der Abstand ist groß genug. Die Solarpaneele können jetzt ausfahren. Wir haben 1400 MS, das sollte reichen, um bis nach Ike zu kommen. Das System ist auf jeden Fall gut unterwegs. Abstand vergrößert sich immer weiter. Jetzt kommt die Missionsplanung. Weil wir müssen ja zu unserem Freund hier hin. Hier schön der Mars Life Tower. Eigentlich müssten wir es den Ike Life Tower jetzt nennen. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir da passend hinkommen. Add Maneuver hier. Jetzt tun wir den mal als Ziel setzen. Und schauen mal, wo er sich befindet, wenn wir hier starten wollen. Schau an, da ist er schon. 81.000 Kilometer, das ist mir ein bisschen zu weit. Können wir das irgendwie reduzieren? Das ist ein bisschen zu weit jetzt. Vielleicht kann ich das mit der Zeit machen. Vielleicht ein bisschen zu weit hinten jetzt. Jetzt muss ich wieder runter reduzieren. Ja. Es ist nicht leicht, genau den perfekten Punkt hier zu finden. Mal gucken, wenn ich mir ein bisschen mehr Gas gebe, ob ich dann vielleicht ein besseres Ergebnis habe. Perfekt, so wollen wir das. So ist es perfekt. Ausrichtung kann direkt beginnen. Flugschubzeit ist 20 Sekunden und wir haben insgesamt... Den Punkt haben wir in 10 Minuten. Bedeutet, wir können jetzt die ganzen Triebwerke mal hochfahren. Sind die jetzt aktiv? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich muss die einzeln aktivieren. Weil ich die ja letztens... Ich habe die alle manuell auch ausschalten müssen, als ich die angedockt habe. Immerhin sind die Dinger selbstständig angeflogen. Dadurch, dass wir hier einen Mikrocontroller drauf haben, ist es ja auch möglich, dass die selber fliegen. Was natürlich dazu führt, dass am Ende man immer wieder dasselbe Problem hat. Und, einfach nur Scheißwort. Aber wir haben hier genug Sauerstoff drin, auf jeden Fall. Nahrungsmittel ist auch ordentlich dabei. Wurde fast noch nicht angerührt. Energie habe ich hier. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen alles geklippt, aber das ist mit Absicht, weil es einfach... Sonst würde das alles ganz komisch ausschauen. Ich wollte ein bisschen ordentlich... Ich hätte es ja auch außen anklippen können, das ist ja kein Problem. Das Gewicht bleibt ja trotzdem gleich. Aber ich wollte es halt ein bisschen cooler ausschauen haben, dass hier so ein paar Kabel einfach hinten rausschauen. Oder hier sozusagen der Strom
direkt mit dem SAS-System verbunden ist. Ich finde, das hat ein bisschen mehr Flair. So, okay. Wir testen auch gleich mal die Leiter kurz. Dafür drehen wir das Ding einmal um 180 Grad. Um die eigene Achse. So. Leiter wird ausgefahren. Wir sind noch in der Reichweite von unserem Kollegen. Deswegen sind die FPS noch so grausig. So, und die Leiter passt perfekt von der Entfernung. Perfekt. Tangin und Herodine freuen sich schon mega auf deren Mission. Immerhin ist es ja nicht häufig, dass man mal zu Ike fliegen darf. Die Bodenmission von Duna drückt auch fest die Daumen, denn das ist natürlich nochmal eine Sache weiter. Oh, wir haben 21 Credits wieder erhalten von unserer Raumstation. Informationen werden weitergeleitet. Ich glaube, wir sollten aber noch bald mal aus dem Radius kommen, oder? Ich sollte mir... Ne, wir haben ja noch nicht so einen riesen Radius erreicht, wie ich gedacht hätte. Aber spätestens in einer Minute hat sich das eh erledigt, weil dann geben wir Vollgas im Gegensatz zum Kollegen hier unten. Der natürlich länger hier oben bleibt. So. Wir haben gleich den passenden Zeitpunkt erreicht. 20 Sekunden, so. Wir warten noch bis zur 15, dann sollte der Zeitpunkt gut passen. 17. 16. Antriebe fahren hoch. Und schon sollte sich auch die Station hier verzischen. Und wir geben jetzt 200 ms mal Schub. Bedeutet, eigentlich sollte das Ding super auskommen. Ist ja auch ein sehr autonomes System. Sollte daher auch echt gut funktionieren. Ich habe das auch, ja, das Ding hat ja auch Testläufe schon auf dem Mond gehabt und alles drum und dran. Also es ist ein sehr zuverlässiges System. Was auch weiterhin zuverlässig sein sollte. Was wir da mit der restlichen Crew machen, ist noch die Frage. Aber ob das wir in dieser Folge noch sehen werden, glaube ich eher weniger. So, schauen wir mal. 70 Meter pro Sekunde noch. Ich schaue mal auf die Karte. Wir kommen immer näher. Okay, wir drehen runter. Jetzt sind wir nicht aus der Reichweite von der Ding. Und jetzt merkt man, wie viel so ein paar Sekunden ausmachen. Jetzt muss man sich schon ein bisschen darauf verlassen, dass man ein gutes Gefühl hat, wann der perfekte Zeitpunkt gekommen ist. Und der war jetzt 16. Und ich kann aber nochmal kurz schießen, um ein bisschen spannenderen Punkt zu kriegen. Weil das sind Monotreibstoffantriebe, die natürlich den Vorteil haben, die haben keine Begrenzung an Zündung. Die sind lediglich auf Zeit begrenzt. Was natürlich den Unterschied relativ gut macht, also den Unterschied relativ relevant macht bei Missionen, wo du öfters vielleicht mal kleine Anpassungen zünden musst. Zum Beispiel wie bei einer Testmission, da bin ich zu weit seitlich gelandet oder wäre zu weit neben der Station gelandet. Bedeutet, ich habe mich Richtung Boden ausgerichtet, habe geschaut, dass ich einen Seitwärtsschub habe und habe ein bisschen Grundschub mit den Düsen gegeben und habe mit RCS mich nach links und rechts bewegt, bis ich über den passenden Punkt bin. Dieses Beispiel kann man ja auch rein theoretisch, ja, ist ja alles gut, kann man ja auch wiederum im Fall von, oh, guck mal, da kommt Ike gerade daher, kann man ja im Beispiel von unserem Kran auf Minmus auch sehen, der hovert ja auch im Grunde und fliegt mit RCS nach links und rechts. Dieses System kann eigentlich nur funktionieren mit Monotreibstoffantrieben, weil die es die einzigen sind, die nicht auf Zündungen begrenzt sind. Und wenn du auf Zündungen begrenzt bist, ist es natürlich schwer. Und diese Monotreibstoffantriebe sind natürlich dafür dann perfekt. Klar, sie brauchen ein bisschen mehr Treibstoff. Die Masse Treibstoff für die Aktion, ja, kann man als gut betrachten, aber je größer, desto schlechter geht's. Aber nicht lang schlagen, wir fliegen hier gleich mal weiter. Ich verwende die ganze Zeit einfach nur zum Reden. Was ja auch nicht unbedingt das Ziel sein sollte. Ich bin mal gespannt, ob wir so eine gute Landung wie bei, oder eine bessere Landung vielleicht sogar hinkriegen wie bei Duna. Denn das wäre natürlich genial. Hier vorspulen.
Oh, jetzt kommen wir natürlich in eine Position, die ich hasse. Ich würde gerne direkt einen Landeanflug starten, wenn das perfekt sich ausrichtbar. Okay, nee, ist nicht perfekt ausrichtbar. Können wir rein theoretisch die Flugbahn ändern? Mal kurz anhalten. Jetzt muss ich hier irgendwie die Bahn erwischen. Jetzt macht die schon wieder Probleme, ich glaube, da nicht. Kann ich irgendwie meine Flugbahn anpassen, so dass ich direkt vielleicht Richtung Station komme? Das schaut gut aus, kostet mich 87 MS. Jetzt muss man natürlich jetzt alles wieder planen, perfekt. Und das macht die Mission nicht unbedingt einfacher. Vor allem, weil das jetzt 42 Minuten auch sind. Vorteil ist, bis dahin, bis diese Mission hoffentlich dort angekommen ist, sollten wir... Sollten wir auch an Duna vorbeigeflogen sein und ja, Ei kriegt wieder Licht. Bedeutet, der Plan direkt zu landen sollte perfekt sich ausgehen. 16 Minuten noch bis zum Punkt. Ah, ich hasse es, wenn jedes Mal irgendwie eine Nachricht dazwischen kommt. Ich mag das einfach nicht, das ist Katastrophe immer. So, jetzt kann nur der Human-Fehler sozusagen aufkreuzen, dass ich... Mars-Lifetower-Batterie ist leer. Von welchem Mars-Lifetower ist denn die Batterie bitte schon fast leer? Das ist... Eigentlich sollte die Batterie ewig reichen. Ah, jetzt hat er wieder aufgeladen. Okay, schade, da war ein Fehler. Oder weil eine Mission irgendwas ausgerechnet hat, kann es natürlich sein, dass die Batterien schnell leer gehen. Müsste man nachschauen, was für ein Problem da war. So. Jetzt die Antriebe direkt wieder hochfahren. Und hoffen, dass der Punkt genau so passt, wie man ihn braucht. Upp, das war zu viel. Wenn wir jetzt die Bahnen nebeneinander legen, ja, sieht man, dass wir viel zu hoch sind. Wir nehmen uns jetzt das Ding hier. Perfekt, das schaut gut aus. Dann müssen wir als nächstes natürlich... Er schaut jetzt aus, als ob er auf der dunklen Seite ist. Fast schon. Eieiei. So, ein bisschen noch nachschieben. So. Den nächsten Punkt direkt ansprechen. Hier vorspulen. Und jetzt merkt man schon, es sind viele kleine Adjustments, weil wir einfach direkt fliegen wollen. Direkt die Landung durchführen. Und ich hoffe, dass... Ich muss schauen, dass ich sonst den Pflanzer deaktiviere, wenn die Batterien zu niedrig werden. Schauen wir mal, Mars Life Tower, wo sind sie denn? Ja, wir haben natürlich wieder unsere leicht lidierten Kerbels. One Station haben wir dasselbe Problem schon wieder. Alpha Centauri ist das Problem riesig. Wo ist... Mars Life Tower. Batterien unendlich, unendlich. Carbon Dioxide. Enya. Kritische Ausfälle.
Aber unendliche Batterie. Okay. Schauen wir mal, dass ich noch so nah wie möglich da rankomme. Weil ich will natürlich schauen, dass ich so schnell wie möglich diesen Schub kriege, weil wir wollen ja in dieser Folge noch landen. Das gibt's ja gar nicht anders. So, okay, gleich sind wir da. Und eine Dunkellandung wieder zum Abschluss. Das ist natürlich wieder super. Aber ich war jetzt sicher keine Ewigkeit, um diesen Schub durchzuführen. Ein bisschen erhöhen wir den Schub. Immer ganz hoch. Dann drehe ich ihn immer weiter runter, sobald ich ans Ziel komme, sozusagen. Sollte circa perfekt sein. Jetzt kann man gucken. Wir sagen, okay, ich will höher. Ich will noch ein bisschen weiter. Dann fliegen wir jetzt dahin. Und hoffen, dass die Flugschneise so passen wird. Und wir sind natürlich im Dunkeln jetzt. Jetzt müssen wir nicht schon wieder sagen, okay, ich will normal mal nicht ausrichten. Ich muss um einiges höher. Und ich will bitte ein bisschen weiter. Dadurch, dass ich keine Tiefe hinzufügen will. Erhöhe ich die Entfernung. Hier vorspulen. Und jetzt habe ich den Punkt vergessen, den man nicht machen sollte. Im Dunkeln landen. Vor allem, wenn man Nebel hat. Ah, scheiße. So, und jetzt können wir anfangen, runter zu bremsen. Beine ausfahren. Solarmodule mal einfahren. Kostet natürlich viel, aber es ist ja auch der Landevorgang jetzt. Jetzt versuchen wir so nah wie möglich ranzukommen. Ich hoffe ja, dass ich irgendwie herausfinde, wo der ist. Ah, wir scheinen uns rein. Thank you.
Ich hoffe gerade, dass ich einfach so nah wie möglich rankomme. Das ist mein Ziel. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie in die Nähe kommen. Vollschuss da lang. So, ich hoffe einfach, dass jetzt der Treibstoff noch passt. Ich sehe nichts. Ich sehe weiß, schwarz. Ihr seht wahrscheinlich dasselbe wie ich. Jetzt hängen wir kurz. Wir wahrscheinlich wieder in die Reichweite kommen. Ja, ich komme wieder in die Reichweite. So, und ich muss jetzt einfach hoffen, dass wir runtergehen. Nein, 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 nein! Es war Sona. Sona. Und ich habe einmal zu viel Vorspulen gedrückt. Ja, was sollen wir sagen? Mission zwar nicht fehlgeladen. Ups, jetzt bin ich drin. Aber wir können mal hier das Gewächshaus stoppen. Genauso wie die Bohrer. Somit schoben wir auch die eigenen Batterien ein bisschen. Ja. Aber Leute, ich muss euch leider was gestehen. Das war die letzte Folge von Kerbal Space Program fürs Erste. Ich habe zwar gehofft, dass es mit der Landung von unserer Besatzung auf Ike endet. Aber ja, in diesem Fall sind wir nicht auf Ike gelandet, sondern auf Ike gecrashed. Ein paar Meter neben unserer Station. Weil ich einmal zu viel Vorsprung gedrückt habe. Oh, das ist doch so dumm. Ich hoffe, euch haben die über 200 Folgen gefallen. Wenn ja. Ihr rumpelt und mumpelt. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch auf dieses Video. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ja, ich hoffe, euch hat es wirklich gefallen. Diese 200 Folgen waren für mich auch was ganz Besonderes. 200 Folgen zu produzieren, das sind auch mehrere Stunden, die ich hier hocke. Nur zu schneiden, um die Ideen zu entwickeln, was ich für vorhab. Die Musikvideos haben teilweise eine ganze Woche gebraucht. Sind zwar nur 2, 3. Aber trotzdem haben die viel Zeit gezogen. Ja, und jetzt ist es doch soweit. Die Serie ist vorbei. Wir haben uns bis Duna vorbewegt. Das war für mich so mein Ziel in dieser Serie auch. Dass wir es halt wirklich bis nach Duna schaffen.
und dort die Kerbals landen, weil natürlich, man kann jetzt sagen, ja, Duna ist ja so easy, ist es grundsätzlich auch, aber was für mich die Schwierigkeit dargestellt hat, war sich um mich ums Essen zu kümmern, um die Radiation zu kümmern. Die Bugs haben mir auch einiges zerstört. Meine Idee war ja schon, ab Folge 100 eine feste Station auf Mann zu errichten, was ja leider nicht so funktioniert hat, weil alles in die Luft geflogen ist. Das hat mir ziemlich viel meiner Motivation leider geraubt, weil ich hatte die Idee halt schon vor Kerbal Space Program 2 große fixe Stations am Boden von Mann zu bauen, die nicht zusammenhängen sind, außer mit Kabeln. Dann hast du deine Bohrer, du hast deine Tanks und alles drum und dran. Und dass wir vom Mann aus sozusagen große Missionen hätten fliegen können, fixe große Raketen gehabt hätten, was auf Minmus wahrscheinlich funktioniert hätte. Aber ganz ehrlich, da hat es bei mir leider, Mann hat bei mir so diesen ganzen Traum so ein bisschen vernichtet, das zu machen. Und mit der großartigen Mission jetzt hier, wie wir es hier so schön sehen, man sieht auch hier schon eins der Probleme, wenn wir hier runter scrollen. Die Engines sind am Boden, obwohl sie gar nicht am Boden sind, und die ganzen Füße sind versunken, weil, ich glaube, wir können runter gucken. Man sieht, wir sind tief, wir sind vollends unterm Boden. Also der Boden, klar, ich habe so sehr viel gemoddet auch, aber ja, und es hätte die Möglichkeit natürlich gegeben mit dem Bodenankern, jetzt der 1.12, aber das Modpack hat sich überspielen lassen auf die 1.12, aber nicht mein Spielstand. Und deswegen habe ich gesagt, es ist jetzt vorbei mit Kerbal Space Program. 203 Folgen reichen fürs Erste. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen außer Raketenideen raus. Ich würde viele Stunden damit verbringen, Raketen zu entwickeln, die selbstständig landen und alles wieder. Ich glaube, das ist nicht das Spannendste für ein YouTube-Video. Außerdem wurde sich Minecraft gewünscht und diesem Wunsch gehe ich nach. Zwar nicht Vanilla, aber wir spielen ab Montag jetzt Terra Firmacraft. Und wem das was sagt, der wird vielleicht, wenn ihm sowas taugt, so ein Modpack oder so ein Mod, in Hysterie verfallen, weil das ist ein sehr, sehr alter Mod, finde ich, wie es ist schon. Aber immer noch einer der geilsten Mods, die es gibt, um Herausforderungen in Minecraft zu schaffen. Und daher bedanke ich mich bei jedem, der diese 200 Folgen mit mir miterlebt hat. Von dem kleinen Aufstieg bis zur ersten Basis auf Duna. Und es kann sein, dass in der Zukunft eine neue Serie Kerbal Space Program kommt. Dann aber wahrscheinlich nicht auf diesem Kanal, sondern auf meinem zukünftig entstehenden englischen Kanal Raximus Gaming. Der ist noch in Entwicklung und wird mit einer Kerbal Space Program Serie starten. Oje, oje. Aber mit Realism Solar System bedeutet, wir starten von der Erde aus. Außerdem will ich dort ein bisschen, ja, bisschen mehr einmal die Woche kommen und dafür vielleicht ein bisschen mehr in ein Video packen, ne? Also, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt, schaut bei meiner Transport Fever 2 Serie vorbei und schaut in der nächsten Folge bei Minecraft Terra Firmacraft vorbei, um keine Videos von mir zu verpassen. Also, bis dann. Ciao.